Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, über den Tina Hildebrand in der Zeit neulich geschrieben hat. Ein Mann mit Fliege, der jetzt einen Laden führen will, der dem Blaumann hinterher weint. Vielleicht hat er die Fliege deshalb heute ausnahmsweise ausgezogen. Diese Fliege, hat er hier mal erzählt, trägt er, weil ihm bei Operationen früher an der Uni immer die Krawatte in den Bauch der Patienten gerutscht ist. Zu seinen großen Vorteilen gehört, dass ihn seine Gegner gerne unterschätzen. Er hat nicht nur zwei Doktortitel in Medizin, er kennt sich auch aus mit jeder Art von Nahkampf, nicht nur dem politischen. Wing Chun heißt die Kampfsportart, die dieser Mann beherrscht. Und dieser Mann, der immer so wirkt, als würde er nur Fliege tragen, aber niemals einer was zuleide tun, kann auch ganz anders. Mich fasziniert die handgreifliche Auseinandersetzung, hat er mal gesagt. Das kennen wir von Bud Spencer. Welchen seiner Gegner also, die jetzt mit ihm um den SPD-Vorsitz kämpfen, würde er gerne mal fachgerecht auf die Matte legen? Olaf Scholz oder eher Ralf Stegner? Das fragen wir Karl Lauterbach. Herzlich willkommen in der Sendung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wing Chun, ja? Wing Chun. Dann eine Frau bei uns, die schon bei ihrem letzten Besuch hier in der Sendung keinen Hehl daraus gemacht hat, was sie davon hält, dass die SPD jetzt ihre Mitglieder entscheiden lässt, wer Chefin oder Chef wird. Das haben die schon mal versucht, sagte sie damals, nämlich 1993. Und herausgekommen ist Rudolf Scharping. Und sie fragt, warum sollten wir der SPD glauben, dass sie toll ist für unser Land, wenn die SPD das nicht mal selbst glauben will? Woher kommt das? Fragen wir Sie, dieser Hang zur Autoaggression. Herzlich willkommen, Dagmar Rosenfeld. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Dann einer bei uns, der ein Mann, der ein Meister des Spagats ist, und zwar buchstäblich und auch im übertragenen Sinne. In seiner ersten Karriere war er einer der erfolgreichsten Eiskunstläufer dieses Landes, schaffte dann den wahrscheinlich schwierigsten Spagat seines Lebens, den wichtigsten, machte rüber. Er, der so lange ein begehrtes Objekt von Berichterstattung war, wurde selbst zum Berichterstatter, ist heute hier im ZDF, scherzen wir immer, der Mann für Sport und Mord. Über ein ernstes Thema wollen wir heute sprechen. Die Demografie spielt offenbar auch Kriminellen in die Hände. In einem Land mit immer mehr alten Menschen steigt auch die Zahl der Opfer von Trickbetrügern deutlich an. Was ist zu tun, fragen wir Rudi Zerne. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Rudi. Und wir wollen mit dir über ein anderes heikles Thema sprechen, das am demografisch ganz anderen Ende, an dem die Opfer nämlich Kinder sind, zu Hause ist. Und zwar ausgerechnet in einer Phase ihres Lebens, in der sie besonders verwundbar sind. Ein Viertel unserer Kinder fühlt sich mittlerweile an Schulen nicht mehr sicher und aufgehoben. Es hat kürzlich eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben, so wie ihre Tochter Julia, heute 11, die praktisch mit Beginn ihrer Schulzeit und über Jahre hinweg Opfer von Mobbing wurde. Das gipfelte in einem Vorfall, über den sie sagt, meine Tochter wurde von der einen Hälfte der Klasse geschlagen, während die andere Hälfte daneben stand und zusah. Wie ist sowas möglich? Wie beginnt sowas? Und was meint sie, wenn sie sagt, ab einem gewissen Punkt bringt leider auch das ganze pädagogische Gerede nichts mehr? Herzlich willkommen, Jennifer Kauker. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, wir haben viel zu besprechen. Genau, das ist der Mann, um den es gleich zu Beginn gehen soll. Herr Lauterbach, was ist los? Wo ist Ihre Fliege? Ehrlich gesagt, die trage ich bei allen Regionalkonferenzen am Mann, wenn man so will, aber die ziehe ich in der Regel nicht an. Warum? Weil, also erstmal meine Töchter empfehlen mir, ich müsste jünger und dynamischer für das Amt aussehen. Und ja, haben Ihre Töchter recht? Ja, weiß ich nicht. Also es ist noch, steht noch offen, steht ja noch hin. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, also die Fliege fällt langsam aus der Zeit. Von daher schwanke ich, ob ich das weiter betreiben soll. Ich habe es ja bei mir dabei. Weil also bei den Veranstaltungen gibt es sehr viele, die ein Selfie machen wollen. Also wenn es nach der Zahl der Selfies geht. Und fragen dann, wer sind Sie eigentlich ohne ja, Fliege? Ja, nee, die erkennen mich schon, aber sagen, wo ist denn die Fliege? Und okay, dann soll ich für das Selfie die Fliege anziehen. Daher trage ich die immer dabei, um dann noch schnell das... Das ist nicht Ihr Ernst. Sie ziehen für Selfies die Fliege an, ja, und dann, ja, um dynamischer zu wirken, wieder aus. Nein, ich trete ja, die Selfies werden ja nachher gemacht. Meistens also trete ich... Ich trete eigentlich immer so auf, bis auf einmal. Bei der ersten habe ich das noch mit Fliege gemacht. Danach, wir haben ja 20 jetzt gemacht, 19 danach nicht mehr. Selfies werden danach gemacht. Und dann kommen aber oft junge Leute mit der Fliege extra
in Fliege gekleidet. Ich habe dann keine Fliege. Und sagen dann, können Sie mal die Fliege machen? Ja, dann, oder was dann wirklich natürlich deplatziert, sie wenn die alle Fliege haben. Falsch. Ich habe nichts, von daher ziehe ich dann die Fliege an. Aber da, ich habe sie daher immer dabei. Aber ich trage sie im Moment nicht, um sozusagen die Dynamik für das angestrebte Amt auch, sagen wir, vorleben zu können. Sie sind aber heute auch druckvoll und powervoll hier unterwegs, muss man sagen. Schon seit Wochen. Dagmar Rosenfeld, hätten Sie das, Frau Rosenfeld, hätten Sie das gedacht, dass einfach eine weggelassene Fliege alle Probleme der SPD löst? Ja, ich glaube, die SPD hofft so ein bisschen darauf, dass ihre Probleme endlich gelöst werden. Ja. Ja, also wenn wir Karl Lauterbach als einen der Kandidaten, also am Anfang wollte ja gar keiner, hatte man das Gefühl. Jetzt sind es am Ende doch 15 Bewerber geworden. Und wenn man sich die Bühnen dieser Regionalkonferenzen anschaut, dann ist die Reihe so lang der Bewerber, die gerne Parteivorsitzende. Sie stehen mehr auf der Bühne als unten sitzen, oder nicht? Dass man die kaum auf ein Bild kriegt, wie man das gerade sieht. Das ist super. Wenn man die Regionalkonferenzen beschreiben will, dann würde ich die sowas wie sozialdemokratische Urschreitherapie nennen. Weil es ist schon ein Format, was vor allem fürs Laute und fürs Plakative gemacht ist. Allein wegen der vielen Kandidaten, also die Fragen, die gestellt werden, dann gibt es eine Minute Zeit für jedes Duo. Ja. Zu antworten. Da ist natürlich eine echte Debatte nicht möglich, sondern es geht viel um Schlagworte. Und, wie lange haben Sie Zeit zu sprechen? Entschuldigung, jeder von Ihnen. Also wir stellen uns in der Regel vor über 5 Minuten. Das heißt, die Partnerin Nina Scher, mit der ich antrete, die spricht 2,5 Minuten, ich 2,5 Minuten. Sie haben 2,5 Minuten Zeit, um zu erklären, wie Sie die SPD retten. Genau, aber ich glaube ehrlich gesagt... Sie wissen, dass Speed-Dating 3 Minuten dauert. Ja, aber so, ehrlich gesagt, also ich glaube, dass man, wenn man konzentriert spricht und die Inhalte rüberbringen will, kann man da eine Menge rüberbringen und eine normale Bundestagsrede. Die Worte machen in einer 60-minütigen Debatte. Da hat man auch nur 4 oder 5 Minuten. Da müssen wir auch den Bürger überzeugen, wofür wir stehen. Und ich glaube daher, wenn man sich konzentriert und einigermaßen schnell spricht, dann bekommen die Leute schon mit, ist der echt, ist der nicht echt und worum geht's? Darum geht's. Wo ist die Fliege, ist die Frage. Frau Rosenfeld, ich habe Sie unterbrochen. Also, Sie sagten, das gibt gar nicht die Chance, so richtig sein Profil klar zu machen, wofür man eigentlich steht. Also, man kann es nur sehr plakativ machen. Und man hat jetzt auf all den Konferenzen mitbekommen, dass die am plakativsten sind und die ganz weit nach links gehen, den lautesten Applaus am Ende bekommen. Was wahrscheinlich für die sozialdemokratische Seele, die so gerne wieder links sein würde, gut ist. Aber diese Konferenzen sind tatsächlich ausgerichtet auf den Bauch einer sehr weit wunden Partei, aber weniger auf den Kopf. Und man darf sich nicht täuschen lassen. Auch wenn da jetzt Kandidaten wie auch Karl Lauterbach, aber auch Ralf Boris Stegner Pistorius, den wir da sehen. Viel Applaus bekommen, auf diesen Konferenzen sind immer ein paar hundert Leute. Es sind aber am Ende 430.000 SPD-Mitglieder, die wählen. Und die Mehrzahl von denen kriegt sehr wenig von diesen Konferenzen mit. Und am Ende wählt man dann den man am ehesten kennt. Und die Parteiprominenz ist bei diesen Kandidaten doch sehr gering vertreten. Der prominenteste ist einfach Olaf Scholz. Gut, aber in der SPD übrigens einer der unbeliebtesten Politiker. Aber nach außen hin, außerhalb des SPD-Kosmos, ist er der beliebteste Sozialdemokrat derzeit. Also, das sollte der Partei auch zu denken nehmen. Herr Lauterbach, Sie wollen lösen. Was finden Sie gut an Olaf Scholz? Also Olaf Scholz ist ja ein Mitbewerber. Aber von daher, daher fällt mir jetzt im Moment spontan nicht viel ein. aber Olaf Scholz hat ganz starke Seiten. Aber, welche denn? Ja, also er ist sehr, sehr seriös gut mit Zahlen. Also gäbe viel Positives. Was ja kein schlechter Anfang ist. Aber ist kein schlechter Anfang. Ich schätze Olaf Scholz und wir kämpfen gegeneinander, so einfach ist es. Können Sie ihn denn wählen auch? Also Sie würden ihn wählen? Sie würden Scholz wählen? Ich würde nicht wählen. Nein, Sie wählen sich selber? Zunächst einmal, wir haben ja große Unterschiede. Also Olaf Scholz vertritt die Position, dass wir in der großen Koalition bleiben sollen. Ich bin dagegen. Ja. Er will, dass die Schuldenbremse nicht gelockert wird. Ich bin dagegen, weil wir mehr Geld ausgeben müssen für Bildung und für Infrastruktur. Er will die schwarze Null halten. Ich bin dagegen. Somit, bei uns sind die Unterschiede wahrscheinlich mit am größten. Vielleicht sind Sie sogar in der falschen Partei.
Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht ist das für Olaf so. Aber Olaf, Moment, stopp. Olaf Scholz ist in der falschen Partei. Ja, nein, habe ich laut gedacht in dem Sinne. Aber ich bin auf jeden Fall laut gedacht. Aber ich bin auf jeden Fall. Aber ich möchte ganz kurz. Was wäre denn eine schöne Partei für Olaf Scholz? Ah, das bin ich jetzt also überfragt. Aber ist er näher an der CDU als an der SPD? Weiß ich nicht. Aber ich höre, dass er von CDU-Wählern auch stark gewählt würde, ne? Das muss man ihm lassen, aber hier entscheiden ja unsere Mitglieder. Aber Sie würden ihm das empfehlen, vielleicht rüber? Nein, wir können ihn nicht entbehren. Das ist also, er ist ein guter Finanzminister. Jetzt ernsthaft, wofür brauchen Sie ihn? Also, dass er als Arbeitsminister beispielsweise Riesenverdienste hatte, als er die Kurzarbeit eingeführt hat und damit die Arbeitslosigkeit begrenzen konnte in einer Riesen... Sie wollen damit andeuten, dass er Finanzminister nicht so kann? Ja, nein, aber wir sind unterschiedlicher Meinung. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Finanzpolitik, die er da jetzt macht, für die Große Koalition, dass diese Finanzpolitik so nicht funktionieren kann für die Herausforderungen, die wir in den nächsten 10 Jahren haben. Das sagen wir aber auch auf der Bühne, das wird Ihnen jetzt nicht überraschen, dass ich das hier auch sage. Da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung. Aber trotzdem würde ich ihm bestimmte Eignungen nicht absprechen. Zum Beispiel, er ist sehr ehrlich und er vertritt da seine Position genauso offen, das heißt, wie ich hier meine. Sie sind doch auch total ehrlich, oder wie? Da nehme ich ja mal an, das müssen Sie bewerten. Aber wir vertreten auf jeden Fall. Da sind einige, die sagen, da arbeiten... Es gibt viele, die arbeiten mit Sprüchen. Das kann man weder Olaf Scholz vorwerfen noch mir. Soll wir sagen, wer sind die Sprücheklopper? Ah, das ist also, Sie müssen zu den Konferenzen. Nur zwei. Welcher Spruch ist der beste? Spruch von Ralf Stegner gefällt Ihnen am besten? Ralf Stegner, also habe ich jetzt nichts in der Gedächtnis, aber es gibt auch zum Beispiel Teams, die sagen, wir müssen also mit guter Laune arbeiten und so. Wer erzählt denn was von guter Laune? Ja, gute Laune spielt auch eine große Rolle, aber die Teams gehen sehr unterschiedlich vor. Und darf ich ganz kurz etwas, wir sehen zum Schluss ungefähr 20.000, 25.000 Leute. Das sind in der Regel bis 1.200 Leute und mehr. Die reden dann vielleicht jeder mit 5 oder 6 Leuten. Dann sind sie schon bei 120.000, 130.000. Das sind aber alles Leute, die wählen gehen. Sie sind auch ein Mann der Zahlen, wie ich gerade mitkriege. Ja, wäre ja schade, wenn das als Wissenschaftler anders wäre. Aber somit, wenn nachher 300.000 wählen, hätte ich indirekt schon mehr als ein Drittel erreicht. Von daher, das würde ich nicht unterschätzen. Die Veranstaltungen sind viel bedeutsamer, als man denkt. Dann wird ja darüber gesprochen, geschrieben und so. Daher das Format, ich hatte das Format ja scharf kritisiert. Ich hatte das Format ja als inhaltsleer und blass kritisiert. Das ist nicht mehr mein Eindruck. Und Sie haben recht. Nein. Naja, andere Kandidaten kritisieren das Format ja sehr wohl. Aber wenn man noch mal auf Olaf Scholz und Karl Lauterbach geht, also der entscheidende Kontrast zwischen diesen beiden Personen ist die Frage, wie hältst du es mit der GroKo? Und da ist Olaf Scholz ganz klar für einen Verbleib und kein anderer ist so klar für einen Austritt, wie das Karl Lauterbach ist. Und er begründet das, Herr Lauterbach begründen das ja damit, dass Sie sagen, die SPD hat tolle Konzepte, die SPD hat Kompetenz, sie kann das aber nicht in einer Koalition mit der CDU umsetzen. Genau. Und da sind Sie doch sehr exemplarisch für diesen sozialdemokratischen Tick, alle Erfolge, die man hat, selber dann schlecht zu reden. Also das ist so ein bisschen wie die umgekehrte Variante des Märchens von dem Kaiser und seinen Kleidern. Ja, bei der SPD schreien alle andauernd, der Kaiser ist nackt, der Kaiser ist nackt. Und tatsächlich steht er aber eigentlich in vollem Ornat. Wobei, die Fliege ist schon weg. Weil wenn man sich mal anguckt, die große Koalition, die vergangene große Koalition, Mindestlohn, Rente mit 63, das hat die SPD umgesetzt. Wenn Sie sich jetzt anschauen, dieser Koalitionsvertrag, wo die SPD der kleine Partner mit gerade mal 20% ist. Das hat jetzt gerade eine wissenschaftliche Untersuchung, hat sich diesen Koalitionsvertrag angeguckt. Da stehen 73 Punkte drin, die aus dem SPD-Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag gewandert sind. Ich habe hier ein schönes Zitat. Von der CDU, nur ein Punkt noch, sind es 32. Das heißt, die SPD hat doppelt so viel eigene Programmatik in diesen Koalitionsvertrag reingesetzt. Darum geht's aber gar nicht. Warum freuen Sie sich nicht mal darüber? Ich freue mich darüber sehr. Feiern Sie nicht mal das, was Sie erreicht haben? Herr Lauterbach, ganz kurz. Darf ich noch ganz kurz was ergänzen zu dem, weil es perfekt zu dem... Von wem ist folgendes Zitat? Wir haben 70% Koalitionsvertrag mit unseren Inhalten bestimmt. Das jetzt abzulehnen, hielte ich für fatal. Das ist mein Zitat.
Sehr gut. Das ist ganz klar. Sehr gut. Das war ein Zitat. Aber ich will trotzdem das auf Sie... Das war im Februar 2018. Also und heute sagen Sie, das ist alles doof? Genau, nee, das sage ich nicht. Zunächst einmal, also es ist nicht so, dass ich das, was wir erreicht haben, dass ich das geringschätze und dass ich das kleinrede. Das mache ich genau nicht. Im Gegenteil, ich hatte mich zum Beispiel zu den Erfolgen in einigen Politikfeldern also klar geäußert und dann wurde dann argumentiert, wieso willst du denn dann trotzdem rausgehen? Weil das ja ein Widerspruch ist. Wir haben Erfolge gehabt, aber jetzt kommt der springende Punkt. Die Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, insbesondere beim Klimawandel, das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich überhaupt angetreten bin, weil ich dieses Thema für das bestimmende Thema unserer Zeit handle. Wir haben die Erfolge, die wir haben, oft mit sehr großer Verzögerung. Ich bin ein Beispiel, ich habe das Konzept für die Bürgerversicherung. 2000. Vom Klimawandel zur Bürgerversicherung? Ich will erklären, worin der Unterschied besteht. Wir haben bei den Erfolgen, die wir haben, haben wir oft sehr lange Vorlaufzeit. Ich bringe ein Beispiel, Mindestlohn haben wir 10 Jahre gefordert, dann ist es gekommen. Bürgerversicherung fordere ich seit 2003, ist noch nicht da, wird kommen. Vermögenssteuer wird kommen. 2004 ist unser Vermögenssteuer. Muss man zuhören, ne? Wenn er das sagt. Herr Lauterbach ist einer der anerkanntesten Fachpolitiker auch über seinen Bereich hinaus, im Bereich Gesundheit. Das wird kommen, weil die Privaten immer teurer werden. Aber somit, es dauert aber immer zu lange. Es dauert zu lange. Und jetzt kommt das Thema, wo wir uns diese Verzögerungen von 10, 15 Jahren nicht leisten können. Das ist beim Klimawandel. Beim Klimawandel sind die nächsten 10 Jahre die entscheidenden Jahre. Wir haben, wenn wir beim jetzigen Ausstoß ungefähr bleiben, dann verbrauchen wir, was wir insgesamt noch in die Luft bringen können, in den nächsten 8 Jahren. Das heißt, die typische Arbeitsgeschwindigkeit, mit der wir in der Großen Koalition gearbeitet haben, wo wir auch viel erreicht haben, die reicht nicht im Ansatz, um dieses wichtigste Thema der nächsten Generation zu lösen. Und wir werden diese Generation immer als Wähler verlieren, wenn wir jetzt nicht in andere Koalitionen gehen. Herr Lauterbach, aber dann habe ich eine Frage in dem Zusammenhang. Warum haben Sie dann, wenn das so furchtbar ist, warum haben Sie dann jetzt dem großen Klimapaket zugestimmt? Hat doch die SPD zugestimmt. Ich stimme dem überhaupt nicht zu. Also Sie hatten auch richtig Ärger deswegen, ne? Ich hatte Ärger, aber Sie haben gerade gesagt, ich hätte zugestimmt. Hat Scholz einen Fehler gemacht da? Aus meiner Sicht, ja, muss man ganz klar sagen. Was hätte er machen sollen? Erstmal ist es so, also dieses Klimapaket, wie es jetzt steht, das wird ja von keinem einzigen Wissenschaftler in ganz Deutschland als wirksam beschrieben. Das ist wie ein Medikament, was so niedrig dosiert ist, dass ich niemals die Wirkung habe. Globuli. Ja, kann man fast sagen, homöopathische Dosierung. Beispielsweise ein CO2-Preis von 10 Euro. Der hat überhaupt keine Wirkung. Der würde sagen, und die Pendlerpauschale steigt noch, somit habe ich nachher mehr Anreize, CO2 im Auto zu... Nochmal, es war Ihre Partei, die das mit unterschrieben hat, Sie haben gerade gesagt, ich hätte es mitgetragen. Davon kann keine Rede sein. Seit wann sind Sie aus der SPD raus? Ich bin noch in der SPD, aber ich bin nicht für alles zuständig. Hätte Scholz das ablehnen sollen? Aus meiner Sicht ja. Das ist aus meiner Sicht kein Kompromiss. Stimmt es, dass Sie am vorletzten Montag richtig Ärger hatten, deswegen in einer Telefonschalte? Es war auf jeden Fall wenig Zustimmung zu vernehmen, das ist klar. Hat man Sie angeschrien? Weiß ich nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Machen Sie sich keine Sorgen. Wer hat Sie denn angeschrien? Ich bin nicht harmoniesüchtig, ich kann mit konstruktiver, auch laut vorgetragener Kritik gut leben. Ja. Wer war der Lauteste? Ich konnte das nicht so genau am Telefon unterscheiden. Aber damit lebe ich, muss man sagen, das, was ich jetzt selbst fordere, zusammen mit Nina Scheer zusammen, das ist eine radikale Abkehr. Das gefährdet ja vieles von dem, was wir derzeit sozusagen vorleben. Somit, wenn es da viele gibt, die sagen, das geht so gar nicht. Und das ist, und so weiter und so fort. Damit muss ich rechnen und leben. Aber ich mache das aus tiefster Überzeugung. Ich wünschte, ehrlich gesagt, wir könnten so weitermachen, wie wir es jetzt tun. Aber das können wir nicht. Und daher muss ich auch mit dem Gegenwind rechnen. Aber jetzt mal ernsthaft gesprochen, Entschuldigung, nur ganz kurz, Frau Rosenfeld, dann gleich Sie. Also, da ist jetzt sozusagen eine Erkenntnis in Ihnen gereift und Sie werden jetzt so, wie muss ich das vorstellen, so altersradikal und sagen, nein, ich habe keine Zeit mehr, jetzt ziehe ich richtig durch. Ne, ernsthaft, das ist ja ein totaler Bruch mit all dem, wofür Sie in der Vergangenheit auch gestanden haben. Nicht mit all dem, vieles von dem, was ich jetzt immer fordere, auch bei den Veranstaltungen, Bürgerversicherung, Bürgerpflegeversicherung. Nee, ich rede jetzt nur über das Klima. Genau, zum Klima komme ich in der Sekunde, aber sagen wir, die linken Ideen in der Sozialpolitik, die trage ich ja seit Jahren hier vor, auch übrigens bei Ihnen in der Sendung. Von daher ist das nicht das Problem. Aber beim Klima ist Folgendes passiert. Wir haben tatsächlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns zeigen, dass der Klimawandel eben so viel schneller jetzt vonstatten geht,
Das hatten ja alle, ich bin seit Jahren an dem Thema interessiert. Niemand von uns hätte gewusst, dass in den letzten 10 Jahren im Prinzip, also der, zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels, sich etwa doppelt so schnell vollzieht, wie wir befürchtet hatten, stimmt, und wie, ja, die mathematischen Modelle hergeben. Somit, wenn das alles so viel schneller jetzt passiert, dann müssen wir auch in der Politik schneller reagieren. Und daher habe ich meine Meinung in dieser wichtigen Frage, das gebe ich offen zu, aber nur aus inhaltlichen Überzeugungen. Und das können Sie dann besser lösen in der Opposition? Nein, mit einem links-grünen Bündnis. Ich glaube gar nicht, dass wir in die Opposition gehen. Also Sie träumen von Robert Habeck als Kanzler und Sie sind sein Juniorpartner? Ehrlich gesagt, ich glaube, Robert Habeck ist längst noch nicht, er sieht sich möglicherweise schon in der Rolle, aber ich glaube, dass das kein Selbstläufer ist. Tatsächlich. Wer soll denn dann Kanzler werden? Sagen wir dahingestellt, auf jeden Fall links-grüne Bündnisse halte ich für denkbar, weil erstens bei der Verteilungsfrage, die Menschen wollen, dass es in Deutschland gerechter verteilt ist. 50% der Bevölkerung, der, sagen wir, Geringvermögenden haben 1,3% des Vermögens. Ja. Das findet keiner richtig. Und beim Klimaschutz glauben 60%, das ist das wichtigste Problem unserer Zeit. Und die Leute demonstrieren, unsere eigenen Kinder, meine eigene Tochter, die demonstrieren gegen uns auf, okay, der Straße. Lauter, daher müssen wir da radikaler werden. Damit können wir Wahlen gewinnen. Dann habe ich eine Frage. Wann treten Sie bei den Grünen ein? Überhaupt nicht. Also die Grünen sind aus meiner Sicht... Die wollen doch genau das. Die sind aus meiner Sicht überschätzt. Also in den Ländern machen die genau das, was ich hier gerade kritisiere. Die haben ja auch Möglichkeiten, die nutzen sie in den Landesregierungen gar nicht. Und zum Zweiten, wir müssen uns doch nicht hinter den Grünen verstecken. Glauben Sie wirklich, dass wir, also als SPD, überfordert wären mit diesen Problemen? So fing schon mal ein berühmter Kanzlersatz an. Sie glauben doch nicht ernsthaft, ja, dass Sie mit meiner SPD... Ja. Genau, ich bin aber nicht Frau Merkel. Wir brauchen von den Grünen im Klimaschutz keine Nachhilfe. Und meine Mitstreiterin Nina Scheer ist aus meiner Sicht... Ist da sehr kompetent. Ja. Ich hab von Robert Habeck noch nichts gelernt, was ich von ihr nicht schon gewusst hätte. Aber Olaf Scholz hat es nicht. Ja, Olaf Scholz habe ich jetzt genug drauf rumgehauen. Aber Olaf Scholz ist für vieles ein Experte. Als Klimaexperten erlebe ich ihn noch nicht so intensiv. Als Finanzminister auch nicht. Wir halten das einfach nur mal fürs Protokoll fest. Was kann er noch nicht? Ja, Olaf Scholz kann eine Menge, war ein sehr guter Arbeitsminister, habe ich ja schon gesagt. Sie erzählen immer die alten Geschichten, aber aktuell fällt Ihnen nicht viel ein. Ja, ich merke das schon. Also Frau Rosenfeld. Ich denke noch da. Okay, Frau Rosenfeld. Ich finde grundsätzlich zu dem Thema Klimaschutz, ist Radikalität der falscheste Weg, den man machen kann. Das Thema Klimaschutz, das muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angenommen werden. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Bundesregierung mit dem Klimapaket auf den Weg gebracht hat, dann ist es eben genau Aufgabe der Bundesregierung, alle mitzunehmen. Und eigentlich ist es auch Aufgabe einer SPD, die ja eine Volkspartei sein will, nicht radikal zu sein, sondern einzubinden. Weil das Klimathema darf nicht wie die Flüchtlingspolitik dieses gleiche Spaltungspotenzial entwickeln. Und das ist da drin aber angelegt. Mhm. Wenn Sie sich, also damals hat man auch gedacht, dass die Menschen, die jubelnd an den Bahnhöfen stehen, pars pro toto für das gesamte Land, für das Stimmungsbild in diesem Land stehen. Das war ein Irrtum. Fridays for Future ist eine wichtige Bewegung in diesem Land. Aber das sind nicht alle. Und ich mache es. Sie haben eben Zahlen genannt. 60% sehen Klimaschutz als wichtig an. Er hat einfach das Wählerpotenzial im Auge. Das Klimapaket, ja. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land findet, das ist zu wenig. 53% sagen das. Aber eine noch viel größere Menschenzahl, nämlich 63%, sagen, sie wollen keine höheren Benzinpreise. Und da sehen Sie den Widerspruch, der aber da drin angelegt ist. Mhm. Und insofern hat Angela Merkel mit dem Satz recht, Politik ist das, was möglich ist. Nein. Und ich würde noch hinzufügen, das, was möglichst viele auch mitnimmt. Ja, das sehe ich anders. Also das ist eine sehr wichtige Debatte. Ich glaube, dass es bei einer so zentralen Frage für die Menschheit unsere Aufgabe nicht ist, sozusagen mit den Stimmungen oder mit den Umfragen die Politik dann zu machen, sondern wir müssen die Bevölkerung überzeugen und mitnehmen. Herr Lauterbach, ich muss einfach danach gehen, was wirkt und was nicht. Ich kann nicht die Bevölkerung versuchen zu gewinnen für einen Kompromiss, wo ich weiß, dass er nicht wirkt. Aber Herr Lauterbach, ganz kurz, wenn Sie jetzt, hier und jetzt, ich gebe Ihnen die Gelegenheit sehr gerne, sagen Sie einmal kurz und knapp, Sie müssen auch auf 5 Punkte, die wir sofort in Sachen Klima
ändern müssten, Ihrer Meinung nach? Ich würde sogar, mit der Bitte, es möglichst kurz zu fassen. Ich würde sogar mit zwei, drei, es wird noch weniger sein. So, wir zum Beispiel der Zertifikatehandel oder der CO2-Preis, den wir jetzt mit 10 Euro anfangen und dann nachher irgendwo zwischen 35 und 60, der müsste bei 5... CO2-Preis worauf? Worauf auf erheben eine, Sie? Nee, aber Sie? Auf eine Tonne CO2-Ausstoß. Alles? Auf also die, auf alles, was nicht im europäischen Zertifikatehandel ist. Also auf Gebäude und Verkehr. Gebäude und Verkehr, genau. Die anderen Bereiche, Energie und also Strom, sind ja schon im europäischen. Aber ich würde mit 10 Euro anfangen. 50 Euro ist der Preis, wo das anfängt zu wirken. Das sagen alle Wissenschaftler. Wenn das so ist, dann muss ich als wissenschaftsbasierter Politiker auch sagen, das ist der Preis, den wir bezahlen. Haben Sie das mal durchgerechnet? Was heißt das denn für einen Haushalt, für einen normalen Haushalt? Das bedeutet für einen Haushalt, dass er zunächst einmal deutliche Mehrkosten hat beim Auto und auch bei der Wärme. Wie viel? Kommt darauf an, wie weit man fahren muss und wie groß die Wohnung ist. Das kann man nicht pauschal sagen. Aber trotzdem... Aber stopp. Sie sind doch die SPD. Sie sind der Anwalt der kleinen Leute. Machen Sie es mal konkret. Ich mache es mal ganz konkret. Was ich machen würde, das kann zum Beispiel Mehrkosten von, sagen wir, bis zu 15 Cent per Liter Diesel mit sich bringen. Das ist ungefähr die Größenordnung. Okay. Und wenn das so ist, dann muss ich aber am Ende des Jahres mit einer Prämie, die also sozusagen dann jeder bekommt, muss ich das ausgleichen. Mhm. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Schuldenbremse oder das, sagen wir mal, die schwarze Null hier aufhebe. Ich muss die Einkommensschwachen, die muss ich dafür kompensieren. Die anderen können das ja bezahlen. Das aber ich kann nicht... Wir wollen das verstehen, ja, Herr genau. Lauterbach. Also 15 Cent mehr zahlt jeder, egal wie viel Geld er hat, welches Auto er fährt, Millionär, Hartz IV, egal, zahlt jeder. 15 Cent mehr. Nein, für der Sprit würde in dieser großen Ordnung teurer. Pro Liter teurer. Genau. So, und dann kriegen am Ende Leute Geld zurück. Bis zu welchem Jahreseinkommen kriegen Leute Geld zurück? Jeder kriegt Geld zurück. Aber auch jetzt, der Millionär? Auch der Millionär. Sie sind die SPD, denken Sie dran. Ich will aber ganz klar erklären, wenn das meinetwegen 100 Euro zum Jahresende wären. Ja. Das ist für einen Millionär so gut wie nichts. Das heißt, aber für denjenigen, der ein geringes Einkommen hat, ist das eine Menge. Und wenn der sowieso mit dem Bus fährt oder mit dem Fahrrad oder er kauft ein kleines Auto oder sogar ein Elektromobil, dann kriegt er nachher mehr zurück, als er überhaupt mehr ausgegeben hat. Das klingt das so ist super, doch der Herr Lauterbach. Das sagen aber alle Wissenschaftler. Aber es muss doch erst mal ein Bus fahren. Das ist der erste Punkt. Sie sagen dann auch, das ist ja der zweite Punkt, zu dem ich jetzt gekommen wäre. Man möchte vom Auto auf die Schiene. Der Bahnverkehr soll ausgebaut werden. Das wäre mein zweiter Punkt schon gewesen. Okay. Der zweite Punkt, Personennahverkehr. Der öffentliche Personennahverkehr wird massiv ausgebaut. Okay, dritter Punkt. Wie lange dauert das? Wie? Offen gesagt, wenn ich mehr Geld in die Hand nehme, kann ich den Busverkehr in den Städten sehr schnell ausbauen. Also, ich brauche bloß mehr Busse, also Elektrobusse. Jetzt sind wir innerhalb der Städte. Was ist denn mit den Pendlern, die auf die Schiene zum Beispiel angewiesen sind? Wissen Sie, auf der einen Seite... Sie können nicht jedes Problem, was ich gerade löse, durch eine Zusatzproblem... Durch damit eine nicht Nachfrage, oder? Aber lassen Sie ihn einfach kurz, mich würde das interessieren. Ich krieg sonst nie die fünf Punkte, die er will. Wenn Sie bei jedem Punkt schon nachhaken. Ja, aber öffentlicher Personennahverkehr. Sie sind ja schlimmer als Olaf Scholz bei den Regionalkonferenzen. Das ist aber fällt Ihnen der Scholz immer ins Wort? Ja? Nee, das nicht. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber um es kurz zu machen, also tatsächlich ist nicht jedes Problem, aber wenn ich mehr Geld für den öffentlichen Verkehr, das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist... Stopp, kurz. Regionalverkehr kostenlos, radikal kostenlos für jeden oder nicht? Nein, was Nina Schier und ich vorschlagen, ist zum Beispiel also in den Städten ein 365-Euro-Ticket. Das heißt, mit diesem Ticket kann man dann fahren, es kostet einen Euro pro Tag. Ja. Dann muss ich, weil das dann sehr viele nutzen würden, muss ich dann natürlich massiv mehr Busse und Bahnen fahren lassen, wo das möglich ist. Diese das Busse ist fahren elektrisch? Elektrische Busse, genau. Die Infrastruktur kostet etwas. Das ist sozusagen mit der schwarzen Null nicht machbar. Mhm. Aber wenn ich das Geld in die Hand nehme, das zeigen zum Beispiel Städte wie Kopenhagen, dann geht es. Ich komme zum dritten Punkt. Mhm. Der dritte Punkt ist, wir brauchen eine massive Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Jedes Land, das zeigt die Wissenschaft heute, kann eigentlich mit Windenergie, Solarenergie und mit Biomasse, jedes Land, was untersucht wurde, kann den eigenen Energiebedarf decken. Das würde auch in Deutschland gehen. Dafür muss ich aber mehr Fläche zur Verfügung stellen. Ja. Dafür muss ich sozusagen also Energiestraßen aufbauen, Wärmestraßen. Sie müssen Trassen bauen. Trassen bauen, genau. Für die Sie 10.000 Mal verklagt werden, und zwar innerhalb einer Woche. Da muss ich auch tatsächlich dann die Rechtsgrundlagen schaffen. Was ist mit Enteignungen dann? Ehrlich gesagt, wenn Enteignungen notwendig sind, werden entsprechend entlohnt auch. Also die Enteignung ist sozusagen kompensiert, derjenige, der enteignet wird, bekommt auch das Geld dafür.
dann halte ich das für richtig, weil wir sonst einfach keine Möglichkeit haben, das durchzusetzen. Da muss man ehrlich sein, weil es geht nicht anders. Und da muss man auch das Unangenehme sagen, dazu zählen im Einzelfall auch Enteignungen. Somit der dritte Punkt ist sozusagen... Das habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr so konkret gehört. Muss das man, ich sonst gut. Kommt in Berlin es kann man das jeden Tag von SPD, Grünen und Linken aber die, also so deutlich? Ja. Aber man muss das ehrlich... Man muss es, und somit ist der dritte Punkt, die massiv beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren. Wie machen Sie es denn mit den Windrädern, Herr Lauterbach? Neues Abstandsgesetz auf Betreiben der CSU? Das neue Abstandsgesetz ist eine Katastrophe. Darf ich ganz kurz erklären? Ja, also mit der Bitte, mich zu korrigieren, wenn es falsch ist, weil das wissen viele Leute nicht. Die Idee ist sozusagen, so hoch wie dieses Windrad ist, aber was ich verstanden, dass diese Länge nimmst du, diese Höhe nimmst du mit dem Faktor 10. Und das ist der maximale Abstand zum nächsten Haus. Ja, jetzt ist es noch simpler gemacht worden, schlicht und ergreifend 1000 Meter. Weil die 1000 Meter, okay. 1000 Meter, um es noch simpler zu machen. Okay, aber das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Das läuft aufs Nämliche bei den hohen Windrädern hinaus. Aber die Regelung, ist, die wollen wir jetzt einführen in dem Klimapaket. Das ist eine Katastrophe, weil wenn ich das umsetze, dann halbiere ich die Fläche, die in Deutschland zur Verfügung steht für neue Windräder. Richtig. Das ist eine absolut absurde Idee. Wir brauchen mehr Fläche und nicht weniger. Und wir halbieren hier die Fläche. Das Schöne ist, dass Sie wo wohnen, Herr Lauterbach? Ja, ich wohne in Berlin natürlich, aber ich... Also hinter Ihrem Haus wird kein Windrad stehen, das wissen Nein, Sie. Nein, aber wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich das Gleiche hier sagen, wenn ich hier säße. Weil wenn wir uns da nicht ehrlich machen... Das hat ja Konsequenzen für die Leute, die da leben. Das minimiert auch den Immobilienpreis und so weiter und so fort. Also ja, nicht unbedingt. Das ist auch eine Art von Enteignung, die da stattfindet. Ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also wenn die Gemeinde beispielsweise von den, sagen wir mal, Einkünften, die die Windräder bringen, auch profitieren kann, dann kann sogar die Gemeinde damit interessant werden, weil sich dann viele öffentliche Einrichtungen lassen können, neues Schwimmbad und so. Das kann sogar also den Wert der Immobilie erhöhen. Aber selbst wenn es den Wert der Immobilie im Einzelfall senken würde, wir müssen uns überlegen, wollen wir das hier oder nicht? Wollen wir die Energiewende, ja oder nein? Ich sage ja, Sie sind altersradikal, werden Sie. Ja, nee, ehrlicher. Vierter Punkt. Ehrlicher? Ja, offener, da muss man sagen. Also es ist einfach auch nötig. Aber ehrlicher? In der Politik muss man an bestimmten Punkten, wenn es nicht anders geht, muss auch man mal ehrlich werden. Ja, nee, also sagen wir, es ist ja ein Unterschied. Man muss sagen wir, klar sagen, sonst gewinne ich auch niemanden. Wenn man ja, so tut, als wenn es anders ginge, man weiß aber, dass es nicht anders geht, ist das nicht mehr der richtige Stil heute? Und ich komme das ist zu auch dem schön, die Details machen es so gut. Ist das nicht mehr der richtige Stil heute? Früher ging das. Der vierte Punkt, also was auch also dringendst notwendig ist, also dann bin ich mit meinen Punkten fast durch. Der vierte Punkt, der dringendst notwendig ist, wir müssen tatsächlich also den CO2-Ausstoß reduzieren und dafür brauchen wir eine massive Investition in die Ladestruktur für Elektroautos. Die Wasserstofffahrzeuge, Brennstoffzellen, Wasserstoff, die werden langfristig eine viel größere Rolle spielen. Das dauert noch. Das dauert noch lange, aber in der Übergangsphase brauchen wir eine massive Investition in das Elektromobil. Und dafür müssen Ladestationen aufgebaut werden. Dafür müssen auch die Städte umgebaut werden, sodass man mehr Ladestationen hat. Somit, das wären die vier, das ist Ihre Vision. Das wären die vier wichtigsten Punkte. Ich würde sehr gerne an dem Punkt sozusagen das Klimathema abhaken wollen. Aber weil Sie das gerade so schön beschreiben, diese wunderschöne grüne Zukunft, die Sie haben, und wenn Sie dann in der Koalition unter dem Kanzler Habeck das dann auch als möglicher neuer Finanzminister machen, wird das alles noch viel besser. Sie reisen ja zu diesen Regionalkonferenzen. Ökologisch korrekt, nehme ich an. Fast immer mit der Bahn, genau. Alle machen das? Sitzen Sie dann im gleichen Zug wie Olaf Scholz? Also die meisten fahren mit der Bahn und oft sind wir im gleichen Zug unterwegs. Und trifft man sich dann oder geht man sich aus dem Weg und sagt, der Scholz sitzt ganz vorne, ich gehe nach ganz hinten? Also ich verbringe im Moment wahrscheinlich mehr Zeit mit Olaf Scholz als... Als mir das hier vorgestellt hätte. Aber da ist tatsächlich, wir sind dann oft auf den Bahnreisen gemeinsam unterwegs. Ja. Wir losen dann jeweils, wer zuerst vorträgt oder nicht. Da ist man auch noch viel Zeit zusammen. Wie oft haben Sie es schon bereut, dass Sie diese Ochsentour mitmachen? Also bisher noch nicht. Also wir sind ja noch gut im Rennen. Von daher, also bisher empfinde ich noch keine Reue. Ja, und wie sehr fängt man an, die Deutsche Bahn zu lieben, wenn man die ganze Zeit mit der Bahn unterwegs ist? Also ich habe eben im Zug zufälligerweise den Bahnchef Ronald Pufalla getroffen. Der saß da auch einsam und arbeitete in Akten. Habe ich gesagt, der Pufalla muss auch Bahn fahren? Davor. Wir begegneten uns gerade. Und daher...
habe ich sozusagen einen kurzen Kommentar abgeben. Tatsächlich ist es die Bahn besser als ihr Ruf. Also ich habe ja in letzter Zeit extreme Expositionen zur Bahn. Ich meine, der Ruf ist auch wirklich schlecht. Der, ne? Also, genau, Sie wollen sagen, es heißt nicht viel, das stimmt auch. Ja, ja. Aber in der Tat, also die Fahrten, meistens waren die Bahnen pünktlich. Ein Problem ist, dass sagen wir, manchmal ein Abteil viel zu heiß und eins viel zu kalt ist und dass man im Falschen sitzt. Also ich sitze lieber warm als kalt, treffe es immer falsch. Ja, okay. Aber Sie haben lieber warme Luft. Lieber warme Luft, aber im Großen und Ganzen also ist die Bahn da besser als Ihr Ruf. Wir sind mit der Bahn ganz gut unterwegs gewesen. Das sage ich, glaube ich, für alle Teams. Aber Sie sind überzeugter Bahnfahrer neuerdings oder immer schon gewesen? Nicht immer gewesen. Ich gebe auch zu, dass ich vieles von dem, was ich jetzt absolut verurteile, früher genossen habe. Ich bin zum Beispiel früher sehr gerne große, schnelle Autos gefahren. Gebe ich offen zu. Damals war ja auch das Bewusstsein nicht so. Heute fahre ich nur noch einen kleinen Smart, den nutze ich nur noch, sagen wir, wo es sich nicht anders einrichten lässt und fahre sonst Bahn und ÖPNV. Das heißt, man muss mit der Zeit gehen. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es hätte mir damals nicht Spaß gemacht, mit dem 8-Zylinder umherzufahren. Und wie oft muss man sich dann, wenn man da oben steht, auch hier, das Foto sehen wir da zum Beispiel, Olaf Scholz guckt so ekstatisch, wie es ihm möglich ist. Und alle anderen gucken auch irgendwie freundlich und so. Ja, Olaf Scholz ist ja immer wahnsinnig kontrolliert. Ne? Ich mag das ja an dem. Ich finde ja, Politiker, die kontrolliert sind mir lieber als Typen wie Trump, wo die nie genau weiß, was als nächstes passiert. Ja, ja, genau. Ja, die sich im Griff haben. Aber wie oft spielt man da was vor? Wie oft macht man da eine Show und ist netter zueinander, als man eigentlich ist? Und am Montag kriegt man dann wieder den bösen Anruf aus dem Präsidium. Also offen gesagt, Olaf Scholz ist sehr authentisch. Der Blick zeigt es ja. Also ist nicht immer gleich gut der gelaunt. Ist immer gleich. Aber es ist, somit kann man das, und die Teams verstehen sich eigentlich ganz gut miteinander. Wir sind eigentlich ja eine Leidensgemeinschaft. Leidensgemeinschaft? Ja, weil die Anreisen natürlich anstrengend sind. Die eigentlichen Erlebnisse, die Regionalkonferenzen sind natürlich ein Genuss für jeden von uns. Aber die Anreise und auch die Abreise, das ist natürlich alles nicht immer so behaglich. Okay, jetzt drücken Sie endlich mal raus. Also es ist die Hölle, ja? Wenn Sie um Gottes Willen, wenn ich so sprechen würde, würde ich das nie gereden. Das heißt, aber im Grunde haben Sie eine ganz mühsame Anreise, stehen wieder auf irgendwelchen Bahnhöfen rum, warten auf die verspätete Bahn und steigen dann wenig später aufs Podium und preisen die Bahn als das beste ökologische Verkehrsmittel aller Zeiten. Und Sie haben eben gesagt, Sie seien deutlich ehrlicher geworden. Nein, ich habe eben eingeräumt, dass die Bahn deutlich besser ist als Ihr Ruf. Ruf, ja. Wir haben ja schon beide festgehalten, dass das nichts heißt. Da haben Sie, haben Sie bereits eloquent auf die Spielräume hingewiesen. Und das habe ich ja nicht dementiert. Aber tatsächlich ist es so, die Reisen sind auch so geplant. Also wir sind ja in allen Bundesländern unterwegs. Und da hat man sich offenbar sehr viel Mühe gegeben, das so zu planen, dass wir möglichst nie an Orten sind, die nah beieinander liegen. Das heißt, wir reisen tatsächlich von einem Bundesland ins andere. Wirklich? In einer Karawane, ja. Aber das wird alles seine Logik im Willy Brandt-Haus haben. Die Veranstaltungen, aber um dabei zu bleiben, sind inhaltlich interessanter, als ich es je vermutet hätte. Wer macht denn diese Reiseplanung? Wir planen alle für uns selbst. Und das bin ich meistens nee, ich meine, wer plant denn die Veranstaltungstermine? Ach so, das macht das. Das heißt, es kann passieren, heute Flensburg, morgen nein, Passau das steht oder so. Das steht von Anfang an fest. Also die Termine stehen nicht fest. Nicht schon klar, aber also weit auseinander, sagten Sie gerade. Naja, aber wie genau die Planung zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber wir sind selten sozusagen in einer Woche im gleichen Bundesland, sondern reisen fast immer. Es war nur, ich glaube, einmal Kamen und Troisdorf. Da waren wir einmal sozusagen nacheinander, das war fast ein Weltwunder, im gleichen Bundesland, sodass man nicht das Bundesland wechseln muss, das findet sonst fast immer statt. Aber das ist alles vorher gut geplant. Was ist denn härter eigentlich, diese Reisetätigkeit, diese mühsame und auf Bahnhöfen, zugigen Bahnhöfen rumstehen oder mit Ralf Stegner auf der Bühne? Was ist härter? Also ich finde Ralf Stegner tatsächlich lustiger, als er im Fernsehen rüberkommt. Wir verstehen ja auch. Nee, der kommt auch im Fernsehen gut lustig rüber. Und Stegner hat eine gute Selbstironie. Nee, das ist für uns ist das gar kein Problem. Also die Anreisen sind mühsam. Ja. Die eigentlichen Veranstaltungen, wir kommen gut miteinander klar. Ja, wobei, stopp. Sie haben gesagt, der Herr Stegner macht aus der Regionalkonferenz, ich zitiere, eine Bühnenshow, da wird ein richtiges Tischfeuerwerk abgefackelt. Naja, das ist ja keine Kritik, sondern eine Beschreibung. Da beschreibe ich das ist... Ist er einer dieser Sprücheklopfer, die Sie machen? Na, über Gottes Willen. Womit kriegt er denn die Leute, wenn Sie sagen Tischfeuerwerk? Was ruft er dann in den Saal? Also er sagt zum Beispiel, lasst uns doch. Ich kann es nicht so empathisch vorbringen, wie er ist da viel besser als ich. Aber lasst uns doch die Vermögenssteuer wieder einführen.
Und da schlagen sich die ein oder andere, oh Gott sei Dank, wer wäre denn darauf gekommen? Der Ralf, man kann natürlich auch darüber nachdenken, dass wir mit der Union das nie durchsetzen können. Dass das natürlich auf der Hand liegt, dass wir dafür die Mehrheiten nicht haben und so. Mit Olaf Scholz können Sie das auch nicht durchsetzen. Ja, aber daher sind wir ja auch im Wettbewerb mit Olaf Scholz. Okay. Frau Rosenfeld. Ja. Abschließend gesagt, wäre er ein guter SPD-Chef? Sie müssen nicht antworten. Aber ganz grundsätzlich, Frau Rosenfeld, mit der Bitte um kurze Antwort sind wir uns doch einig. Ich finde das bei aller Kritik, die man haben kann, aber am Ende auch sehr belebend. Die CDU hat schon mal gemacht mit deutlich weniger. Die haben es, finde ich, sehr smart gemacht mit weniger Kandidaten. Aber das ist auch ein Weg, das zu machen. Es ist ein bisschen SPD, Selbstgeiselung und 50 Shades of SPD ist da immer mit dabei. Aber am Ende doch auch sehr belebend, oder nicht? Ja, es ist natürlich, kann man sagen, die SPD versucht von einer Funktionärspartei zu einer Mitmachpartei zu werden, die Basis zu beteiligen, eine Form von Nähe zu schaffen. Da muss man aber auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, dass nach dem ganzen Desaster um Andrea Nahles die Parteiführung gar nicht mehr einen Kandidaten von oben hätte ins Rennen schicken können, der allein aus der Parteiführung her rekrutiert wird. Sondern das hat man auch schon im vergangenen Jahr, als man Andrea Nahles gewählt hat oder sie angetreten ist, gemerkt, dass es da im Unter- und Mittelbau die Bereitschaft zur Revolte gegeben hat. Damals ist ja Simone Lange gegen Andrea Nahles Oberbürgermeisterin aus Flensburg. Genau, eine bundespolitisch völlig unbekannte, unerfahrene Person. Das ganze Partei-Establishment hat sich damals hinter Andrea Nahles gestellt, für sie lobbyiert. Und am Ende hat Simone Lange fast 30% der Stimmen trotzdem bekommen. Und da hat man schon gemerkt, es liegt was in der Luft. Und nachdem man Andrea Nahles so elendig vom Hof gejagt hat, war klar, das haben nämlich auch die Funktionäre gemacht. Die gleichen, die sie reingehoben haben, haben sie nachher auch wieder rausgejagt. War klar, diesmal braucht es die Legitimation der Basis, damit der neue oder die neue Parteivorsitzende dann auch von der Partei getragen wird. So, wir halten fest. Es bleibt spannend. Ich wäre sehr dafür, dass Sie die Fliege dann irgendwann einfach wieder rausziehen, weil so kennen wir Sie einfach, Herr Lauterbach. Das gehört irgendwie dazu. Der Herr der Fliege, der SPD-Chef werden will. Die Chancen schätzen Sie selber wie ein? Was machen Sie, wenn es nicht funktioniert? Darüber denke ich nachher nach, wenn das soweit käme. Es ist eine rein hypothetische Frage. Ich glaube erst einmal, dass wir gewinnen. Und also mit der Fliege, da schwanke ich noch, aber erst mal ins Amt kommen, dann sehen wir weiter. Okay, wenn es nicht funktioniert und Olaf Scholz gewinnt, wissen Sie, müssen Sie aus der Partei austreten. Nachdem, was Sie heute hier erzählt haben, sind Sie jetzt schon raus. Zu uns dürfen Sie jederzeit, Herr Lauterbach, das ist die gute Nachricht. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke. Es hat Spaß gemacht. Rudi Zerne ist bei uns, wir scherzen beim Sender, ja. Sport und Mord ist deine Abteilung, ja, dein Ressort sozusagen. Aber Politik interessiert dich wahrscheinlich auch, oder? Ja, natürlich. Ich höre aufmerksam hin. Ich habe Herrn Lauterbach jetzt gerade kennengelernt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Mein Gefühl ist, es ist ein Mann, der aus dem Holz geschnitzt ist, aus dem man geschnitzt sein muss, um Politiker zu werden. Ich habe das jetzt beobachtet. Frau Rosenfeld hat hier mit meiner mentalen Unterstützung von rechts zu jeder Lösung das passende Problem gehabt. er hat das ganz nonchalant wie ein Diplomat locker weggewischt. Und ich glaube, das muss man einfach haben, um als hartgesottener Politiker da vorne an der Front zu stehen. Und ich sage toi, toi, toi. Zur Partei will ich jetzt nichts sagen. Okay. Okay, also Rudi. Wie kommen wir jetzt von der SPD zu Vorsicht Falle, frage ich mich gerade. Aber vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung. Ihr macht jetzt wieder Vorsicht Falle, ne, Rudi? Ist ja so ein ZDF-Klassiker, mit dem wir alle groß geworden sind. Ich habe mich oft fürchterlich drüber erschrocken, Sie wahrscheinlich auch. Ja. Und das Ding ist wie alt? 55 Jahre alt. Wahnsinn. Eine Sendung der ersten Stunde, 1963, wurde das ZDF ins Leben gerufen. Eduard Zimmermann war derjenige, der diese geniale Erfindung hatte. Ja. Wovor wurde denn damals gewarnt?
als das losging. Also Eduard Zimmermann ist selbst betroffen gewesen. Er hatte dieses Haus gebaut, war Redakteur beim ZDF, damals noch die Studios in Wiesbaden, hatte dieses Haus gebaut. Und als es dann ans Dach ging, haben die Unternehmer gesagt, das hätten sie extra bestellen müssen. Das war jetzt nicht im Umfang dabei. Wirklich? Dann hat er gesagt, also da müssen wir doch, da müssen wir vorgehen, das müssen wir zeigen. Wir müssen die Leute informieren über Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Und das war der Anfang von Vorsicht, Falle. Und Jahre später, 1967, kam ja dann das Spin-off, wie wir heute sagen würden, also die Fortsetzung mit Aktenzeichen XY. Das ist ja eine irre Geschichte. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Allein dieser Titel ist schon großartig. Die haben Eduard Zimmermann kein Dach hingebaut. Ja? Mit der Begründung, das hätten sie extra bestellen müssen. Das hätten sie extra bestellen müssen. Das war jetzt nicht im Komplettpreis inbegriffen. Also inwiefern man sich ein Auto bestellen würde und die Reifen sind nicht dabei. Nicht im Preis inbegriffen, hätten sie schon sagen müssen. Ja, super. Ist verrückt. Ja, gibt's heute mehr Kriminalität als früher? Also die Betrügereien haben sich verfünffacht in den letzten Jahren. Das hat natürlich sehr viel mit dem Internet zu tun. Mhm. Man muss sich vorstellen, früher, wir hatten auch mal einen Fall nach dem Motto, früher war alles besser. Das haben wir bei Vorsicht Falle gezeigt. Ja. Da ist inseriert worden und da sind Leute hinters Licht geführt worden und hat ihnen angeboten, eine Ausbildung als Großwildjäger absolvieren zu können. Also man hat ihnen gesagt, sie könnten mit einem Großkaliber am Amazonas in Südamerika Krokodile jagen. Und die sind tatsächlich dahin gegangen, haben diese Ausbildung natürlich am ersten Tag angetreten. Das ging dann logischerweise nicht weiter, haben diese 1000 Mark bezahlt und haben den Amazonas nie aus der Nähe gesehen. Also das war, nur damals musste man Der Amazonas wird es Ihnen danken, so ist nicht, ne? Aber das muss man sich mal vorstellen, heute ginge das ja gar nicht. Stell dir mal vor, man würde Leute dazu animieren, als Jäger eine Ausbildung zu absolvieren. Aber früher musste man noch investieren, also in Zeitungsannoncen beispielsweise, in Inseraten. Hm. Im Internet geht das heute alles relativ unproblematisch. Die Hürde ist natürlich nicht so hoch. Ne? Und die Dreistigkeit hat zugenommen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, in etwa, dass einen Tag nach der Insolvenz von Thomas Cook Phishing-Mails verschickt wurden an betroffene Personen und hat denen vorgegaukelt, man würde diese Rückabwicklung ihres Fluges, den sie bezahlt haben, jetzt übernehmen und sie würden das Geld zurückbekommen. Wir brauchen da nur ein paar Informationen von Ihnen, also die Nummer Ihres Passes, wir brauchen Ihre Kontonummer, wir brauchen Ihre EC-Karte und die PIN-Nummer. Und viele, viele Menschen haben das alles preisgegeben und sind betrogen worden, ist Geld abgehoben worden. Also und beim Stichwort PIN-Nummer wird keiner hellhörig und sagt, was will der jetzt von mir? Ja, es melden sich ja natürlich auch diese Gangster, Gauner und Ganoven am Telefon und geben vor, von der Bank zu sein. Oder, Das passiert, Das passiert, ja. Was sind das für Leute? Wo sitzen diese Banden? Die Banden sitzen teilweise im Ausland. Es gibt da gut durchorganisierte Callcenter, die anrufen und beispielsweise auch in einem anderen Delikt, also wenn es um den Enkeltrick geht, vorgeben, Oma, weißt du, wer am Apparat ist? Martin, bist du's? Ja, genau. Und in dem Moment hat der Täter die Oma schon am Wickel. Das klappt natürlich jetzt nicht bei, logisch, Gott sei Dank nicht bei jedem. Wie geht's dann weiter? Naja, und dann kann es beispielsweise weitergehen, also wenn wir jetzt vom falschen Polizisten wiederkommen, dass es heißt, mein Name ist Kommissar sowieso, wir haben einen Einbrecher festgenommen und haben bei ihm in der Wohnung eine Liste gefunden mit Adressen, Ihre Adresse steht auch da drauf. Ihr Geld ist also jetzt nicht mehr sicher bei Ihnen zu Hause. Deswegen, wir von der Polizei sorgen jetzt dafür, dass Ihr Geld an sichere Ort und Stelle untergebracht wird. Wir schauen einmal kurz rein. Hast du uns ein kleines Beispiel davon mitgebracht, wie sowas abläuft? Bitte schön. Kaufmann? Guten Tag, Frau Kaufmann. Hier ist Kommissar Schwarz vom Bundeskriminalamt. BKA? Wir haben einige Mitglieder einer türkischen Diebesbande festgenommen. Ja, und was habe ich damit zu tun? Sehr einfach. Ihr Geld ist in Gefahr. Diese Kriminellen haben Ihre Anschrift und auch Ihre Telefonnummer notiert. Die haben es auf ihr Erspartes abgesehen. Wir hier beim BKA sind spezialisiert auf solche Diebesbanden. Ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie mir helfen, Frau Kaufmann. Sind Sie dazu bereit? Ja. Allerdings müssen Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Denn wir ermitteln verdeckt. Dadurch, dass mein großer Enkel bei der Kriminalpolizei ist, habe ich gedacht, der hat auch schon manchmal solche schlimmen Sachen erzählt. Frau Kaufmann. Wir müssen Ihr Geld in Sicherheit bringen. Sobald alles vorbei ist, bekommen Sie alles bis auf den letzten Cent zurück. Der falsche Oberkommissar König rät ihr, einen Teil ihres Geldes aus Sicherheitsgründen in Gold anzulegen.
Von den 375.000 Euro sind noch 200.000 Euro auf dem Konto von Brigitte Kaufmann. Jetzt gehen die Täter aufs Ganze. Anstatt ihr Hilfe zu schicken, weist der falsche Kommissar Brigitte Kaufmann nun an, das Geld gut zu verpacken. Er werde es dann noch am selben Abend von einer Ermittlerin abholen lassen, um es ebenfalls in Sicherheit zu bringen. Ich wäre am liebsten ins Wasser gegangen und er hätte mir das Leben genommen, weil ich mich so geschämt habe, dass mir das passiert ist. Nur mal ganz kurz, diese Geschichte, das klingt ja wie so aus dem Klischee von ja, Räuber und Pistole. Das ist wahr. Die Frau ist authentisch, die Frau ist betroffen gewesen. 300.000 insgesamt. 300.000, also im Prinzip alles Ersparte, was sie da auf dem Konto hatte, weil sie so Angst davor hatte, dass dieses Geld weg sein könnte, was es ja nun de facto ist. Deswegen hat sie diesem falschen Kriminalbeamten dort vertraut. Da wird dann der nächste Komplize hingeschickt. Ja. Legen Sie das Geld bitte dort und dort ab und wir nehmen das dann zu uns. Und was weiß man über die Täter in dem Fall? Nichts. In dem Fall weiß man nichts über die Täter. Die sind ins Ausland. Okay, ich habe mich das gefragt, weil die. Also, das könnten ja auch Leute sein, die hier sitzen, ne? Theoretisch. Das könnten auch Leute. Ja, natürlich. Ja. Aber in dem Fall war es so, also, das weiß die Kriminalpolizei schon, dass das ein Callcenter aus dem Ausland war. Ach, okay. Und dann geht es natürlich über die Zusammenarbeit mit der Polizei, beispielsweise in der Türkei, und das gestaltet sich schwierig. Ach, okay. Das sind die Informationen, die ich habe. Okay. Ich hab mich das, während das gerade lief, habe ich mich das gefragt, wie oft diskutiert ihr sowas wahrscheinlich? Du siehst das und du denkst, es ist wie aus dem Klischeefilm sozusagen für Räuber und Gendarm. Ich muss das mich Opfer jetzt noch mal berichtigen, beziehungsweise aktualisieren. Es ist der türkischen Polizei gelungen, vor kurzem in Zusammenarbeit mit der deutschen Kriminalpolizei so ein Callcenter in der Türkei auszuheben. Also das nur mal am Rande. Und das ist okay. Deswegen auch so dargestellt. Genau. Und okay, ich verstehe. Weil die Leute sind ja, die Bösen sind erkennbar aus dem Ausland. Mhm. Und ich habe mich nur gerade gefragt, wie sehr macht ihr euch auch in diesen aufgeheizten Zeiten auch über solche Themen Gedanken? Also so ein Bild erzählt ja im Grunde mehr als 1000 Worte. Der Bösewicht ist natürlich schwarz und der, an den er übergibt, der kommt dann irgendwo erkennbar aus Südosteuropa und so weiter. Mhm. Ist das ein Thema bei euch in der Redaktion? Natürlich ist das ein Thema bei uns in der Redaktion. Mhm. Es gibt dann halt auch noch die anderen Maschen. Dann kommt halt der nette Nachbar von nebenan vorbei, gibt sich als falscher Polizist aus. Also nicht der nette Nachbar von nebenan, aber der nicht dunkelhäutige, sondern dann kommt jemand vorbei, gibt sich als falscher Polizist aus und verschafft sich mit seinem Komplizen, alle natürlich in Uniform, Zugang zur Wohnung. Und während der eine über irgendwelche Formalitäten mit der Dame spricht oder mit dem älteren Herrn spricht, vornehmlich werden ja, du hast das vorhin gesagt, die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter, die Demografie. Entsprechend, und während der eine die Betroffenen in ein Gespräch verwickelt, schaut der andere sich um nach den entsprechenden Stellen. Viele ältere Menschen behalten viel Geld zu Hause, verstecken es in der Schublade, im Schrank, hinter dem Geschirr oder sonst wo. Erzähl's nicht, ja, genau. Ist vielleicht besser. Ich meine, Demografie, Herr Lauterbach, ist ein Riesenthema, ne? Also wenn man sich die Projektionen mal so anschaut, welche Gesellschaft wir, weiß ich nicht, 2050 oder so sein werden, da hast du wie viel Prozent der Bevölkerung über oder jenseits von 65? Wissen Sie das aus dem Kopf? Ja, es wird also deutlich über 30% sein. Und wir sind die in Europa am schnellsten alternde Gesellschaft überhaupt. Das heißt, in ganz Europa altert keine Gesellschaft schneller als auch Deutsch. Nicht die italienische? Auch nicht die italienische. Weil die kriegen ja auch wahnsinnig wenig Kinder. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass wir am schnellsten altern. Und zwar deshalb, weil wir einen so besonders rasanten, wie man so sagt, Pillenknick gehabt haben. Und das ist der Grund, weshalb wir diese Art der Kriminalität also im ganz extremen Maß befürchten müssen, weil diese Menschen arbeiten natürlich mit der Ahnungslosigkeit der Leute, aber auch, muss man sagen, in vielen Fällen mit der beginnenden Demenz oder Denkeinschränkung, die mit dem Alter oft kommt. Und das ist also daher eine besonders niederträchtige Form der Kriminalität. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Menschen informieren, halt hier und auch in Sendungen wie Vorsicht, Falle. Versicherungsbetrug. Ist auch etwas, das wieder zunimmt? Oder ist etwas, was gleichbleibend sozusagen über die letzten Jahrzehnte geblieben ist? Also was zurzeit flächendeckend läuft und geradezu inflationär ist, sind diese fingierten Autounfälle. Also wirklich, Ja. Das gab es ja schon mal, ne? Das gab es schon mal, ist im Moment wieder richtig gut im Trend. Heißt, was passiert? Heißt, ich will mal ein paar Zahlen nennen. Die Versicherer
das ist der Schadensfall, bezahlen im Jahr für solche Autounfälle 23 Milliarden Euro. Und man schätzt, dass 10%... Also für fingierte? Nein, nicht für fingierte. Okay, insgesamt. Für Kfz-Unfälle. Ja. Und man schätzt, dass 10% provoziert sind, also fingierte Unfälle sind. Das heißt 2,3 Millionen Schaden. Milliarden. Es sind Fälle vorgekommen, da sind in zwei Wochen, es wird dann dieses rechts vor links, ich halte an, der Mann... Also, wir gucken mal kurz rein. Ja, okay, zeigt das an einem Fall, wie sowas dann abläuft. Oh, da sitzt ein junges Mädel drin. Super, perfekt. Bis gleich. Die Falle der Autobumser hat zugeschnappt. Der Betrüger hat sich die Rechts-vor-Links-Regelung zunutze gemacht. Mensch, Mädchen, warum passt denn du nicht auf? Aber Sie sind doch nicht gefahren. Ach, Unsinn, du hast mir doch die Vorfahrt genommen. Aber ich dachte... Ich kann das bestätigen, ich habe alles gesehen. Du kannst wirklich froh sein, dass niemandem etwas passiert ist. Und Ihnen würde ich raten, die Polizei zu rufen. Selbstverständlich können Sie mit meiner Aussage rechnen. Ich sollte jetzt besser meine Eltern anrufen. Okay. Ich verzichte darauf, die Polizei einzuschalten. Aber dafür unterschreibst du mir, dass du mir die Vorfahrt genommen hast, okay? Also die Idee ist, auf gar keinen Fall die Polizei zu rufen. Ja? Dann funktioniert die Nummer auch. Ja, für die Gauner funktioniert es logischerweise. Aber deswegen sollte man immer darauf bestehen, die Polizei zu rufen in so einer Situation. Alles dokumentieren in dieser Situation. Also da ist es ja ganz klar zu sehen, der hält volles Rohr drauf mit seinem Wagen, wie mit einem Rambock. Mhm. Da gibt es keine Bremsspuren. Das kann man zum Beispiel auch hinterher am sogenannten Tatort dokumentieren. Mhm. Normalerweise gibt es einen Ausweichreflex. Also man würde, wenn man in den anderen reinrauschen würde, wenn die Gefahr dort wäre, würde man ja noch versuchen, das Lenkrad nach rechts oder nach links rumzureißen. Auch das kann ja alles nachvollzogen werden. Nur wenn dieser Tatort mal geräumt ist und man hat keine Dokumente, ist vorbei. Dann ist vorbei. Es werden ganz explizit Menschen ausgesucht, die alleine am Steuer sitzen. Mhm. Möglichst junge oder, da sind wir wieder bei der... Unerfahren oder ältere. Oder wenn irgendwo die Vorfahrtsregeln geändert wurden. Lauterbach kriegt schon Angst um sein Smart. Fremde Menschen, also jemand, der jetzt nicht dort gerade ansässig ist. Mhm. Es werden Parkplätze gerne ausgesucht vor einem großen Kaufhaus oder sonst irgendwo. Und da ist es zum Beispiel auch vorgekommen, dass in einer Situation innerhalb einer Woche fünfmal ein und derselbe Täter zugeschlagen hat, mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Aber dreimal war derselbe Polizist da und der ist dann der Sache auf den Grund gegangen. Das ist ja irre. Der fährt ja auch sein eigenes Auto kaputt, ne? Ja, die benutzen meistens sehr, sehr große, sehr teure Autos. Okay. Die sind schon verbeult, aber die werden dann hinterher, man geht zur Versicherung, es wird der Schaden festgestellt, es gibt einen Kostenvoranschlag, die Versicherung zahlt und aus der Differenz besteht der Gewinn. Das heißt, die Werkstatt steckt da möglicherweise dann auch? Steckt da möglicherweise auch mit da drin. Also, das ist ein Team, bestens organisiert. Mhm. Fürchterlich. Und was man da bei euch am Samstag sehen kann, 15:15, zum Beispiel wie die Tierliebe auch der Leute ausgenutzt wird. Wenn man dann sagt, pass auf, das ist hier Zucht und so weiter, kriegst aber für einen besonders guten Preis. Wo kommen diese Tiere her? Also es gibt auch da Internetportale. Wenn jetzt jemand eine Familie sagt, du, okay, mit dem Hund, ich hab's dir ja versprochen und dann schauen wir, dass wir einen kleinen Beagle kriegen oder sonst irgendwas. Richtig teuer, ne? So ein richtiger Zuchthund. Ein Zuchthund wäre teuer, aber hier haben wir doch ein Inserat, oder beziehungsweise nicht ein Inserat, sondern haben da im Internet was gefunden, da kriegen wir schon einen für 700, 800 Euro. Und mit dem verabreden wir uns jetzt. Also es mutet schon an wie ein konspiratives Treffen. Man ist dann auf irgendeinem Parkplatz, an der Autobahn, werden diese Tiere, die unter fürchterlichen Umständen da hausen, muss man schon sagen, die werden sehr früh, viel zu früh von der Mutter weggenommen, sind nicht geimpft, sind verwurmt und man hat teilweise auch schwer krank, ne? Teilweise mit irgendwelchen Viren infiziert und so weiter. Mal ganz davon abgesehen, dass man keine Freude mit dem Vierbeiner hat, wenn er überhaupt überlebt, aber die Tiere, tun mir natürlich extrem leid. Gibt es immer wieder spektakuläre Fahndungserfolge, ne? Auch der Polizei, die auf Autobahnen, habe ich jetzt dieser Tage gelesen, immer wieder ganze Lkw
Hops nimmt, wo dann lauter solche Tiere drin sind. Katzen und Hunde und so weiter. Fürchterlich. Rudi, danke dir ganz herzlich. Mehr am Samstag, 15:15. Vorsicht, Falle. Ein Klassiker. Kehrt zurück zum Programm. Jennifer Kauka ist bei uns, die wir noch mal ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute reden, Frau Kauka, über Mobbing. Wie würden Sie die Grundschulzeit Ihrer Tochter Julia beschreiben, wenn Sie das mal in 5 Sätzen machen müssten? 5 Sätze? Also ich hätte ein Wort, heute, das ist ne? 11 Jahre alt, ne? Ja, genau. Ja. Also, das, also generell würde ich sie als traurig bezeichnen. Mhm. 5 Sätze. Also sie aufstehen war, wie? Schon mit Bauchschmerzen, unter ja. Tränen zur Schule? Muss man sich ja. das so vorstellen? Ja, also das, das hat sich so, also hat sich natürlich entwickelt. Mhm. Angefangen hat sie echt so mit ganz viel Enthusiasmus und Freude. Und dann ist es aber ziemlich schnell klar gewesen, dass sie die Außenseiterrolle hat. Warum haben Sie das erste Mal festgestellt, dass es da ein Thema gibt? Und woran hat sich das entzündet sozusagen? Also was war der Anlass, Sie da so auszugrenzen? Also gemerkt habe ich es ziemlich früh, weil sie mir das einfach von Anfang an erzählt hat. Also wir sprechen einfach viel. Also sie erzählt mir jeden Tag alles. Deswegen habe ich es gleich von Anfang an gemerkt. Was der Grund ist, weiß ich eigentlich bis heute nicht. Also kann ich mir... Ich habe so meine eigenen Theorien. Die da wären? Die da wären, ja. Ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, das auszusprechen, weil natürlich ich wieder fürchte, dass das uns... Naja, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie wären neidisch. Die Mitschüler wären neidisch gewesen teilweise. Einfach... Oder sie konnten nicht umgehen mit ihrer Art. Sie ist sehr extrovertiert. Sie hat sehr früh ganz viel gesungen. Singt also ein kreatives sehr gut. Kind, sie ist sehr, sehr kreativ, sehr extrovertiert ist eigentlich das richtige Wort. Also sie war nie angepasst, aber nie auffällig oder schwierig dadurch, sondern einfach anders. Hat sich ein bisschen anders angezogen. Heißt? Sie hat ihren Badeanzug geliebt und hat nie verstanden, warum sie den nur alle 2 Monate anziehen soll, wenn ich mich mal bequeme, mit ihr ins Schwimmbad zu gehen. Dann hat sie den halt über die Hose gezogen. Also und ist dann damit in die Schule gegangen. Mit dem Badeanzug. Mit dem Badeanzug, weil sie den halt toll fand. Ne? Also hat sie halt Longsleeve, Badeanzug drüber und los. Man so, kommt, also kommt vor, ne? Also Herr Lauterbach hat auch Kinder. Also Kinder machen verrückte Sachen. Also oder ziehen auch eben, Schlafanzüge an und gehen dann in die Schule. Und so. Ja, und sie hat halt, oder auch, ich sag jetzt mal ein bisschen, Diva hört sich jetzt falsch an, aber sie hat so, sich so ein goldenes Tuch als Schleier so gemacht. Okay. Wo wir durch die Straßen gegangen sind und alle dachten, also als Frau dachte man so, Mensch, so würde ich eigentlich auch gerne durch die Gegend gehen. So. Ja. Aber naja, also sie ist halt ein bisschen aufgefallen so in ihrer Art. Und was noch war, und das war auch jetzt hinterher auf dem Gymnasium Thema, sie hat halt auch durch mich jetzt beruflich, sie hat halt von Anfang an immer in kleinen Filmrollen mitgespielt. Mhm. Und oder auch so Gesangssachen gehabt. Also sie hat Gesangsauftritte gehabt in Clubs. Sie hat halt für Hörspiele eingesungen, weil sie eben wirklich eine gute Stimme hat und hat Cover gesungen, so ein bisschen, also nicht jetzt groß unter ihrem Namen, aber so ein bisschen angefangen. Was damit zu tun hat, Sie selber sind affin mit dieser ganzen Film-, Theater-, Branche. Ja, ich bin schon ewig immer in dieser ganzen Medien-. Ihr Vater ist in diesem ganzen Bereich tätig, also etwas, was in Großstädten häufig vorkommt und wenn man da eine Affinität hat. Ich arbeite in einer Casting-Agentur, dadurch ist sie auch an kleine Rollen gekommen, wo sie natürlich trotzdem zum Casting musste, aber, sie hat es bekommen. Aber das sind ja alles Dinge, die Sie da gerade schildern, von denen ich sagen würde, ja, okay, auf dem Land kann man damit vielleicht jemanden völlig aus den Latschen hauen, aber weil das einfach weit weg ist, das meine ich damit, aber in einer Großstadt wie Hamburg, in der Sie leben, sind das ja Dinge, die eigentlich, also damit wachsen Kinder ja auch auf, das ist ja nichts weiter Ungewöhnliches, sie sind das doch gewohnt. Ja, die wachsen damit auf und die sind es gewohnt, aber sie wollen es natürlich auch. Mhm. Also, und das war halt so, dass sie das nicht erzählen durfte, weil dann wurde sie sofort als Angeberin abgetan und sie hat sich am Ende schon gescheut, überhaupt darüber zu sprechen, was sie am Wochenende macht. Also die haben halt immer montags so einen Erzählkreis und jeder erzählt dann, was er macht. So, weiß ich nicht, ich war, und wir wohnen halt im Stadtteil, wo eigentlich, ich sag mal, Reichere wohnen. Und ich bin alleinerziehend mit 4 Kindern, also ich habe es jetzt nicht so dicke. Und, und die anderen haben dann halt irgendwie Tennisturnier, Wochenende London, so, das dürfen die auch alles erzählen. Am Montag im Erzählkreis, das ist alles chico, alles super. Aber wenn sie halt erzählt, dass sie beim Dreh war, weil sie das eben gemacht hat und sie nicht
Klavierunterricht hat, weil ich es mir nicht leisten kann oder konnte und sie es auch gerne gehabt hätte. Also, aber das durfte sie nicht erzählen, weil dann war sie eine Angeberin. Und ich habe auch mit den Lehrern darüber gesprochen viel. Und die meinten halt, dass, ja, so ist das halt, weil genau das der Bereich ist, den die jungen Mädchen oder Kinder halt wollen. So, das wollen halt alle. Alle wollen irgendwie. Ja, das ist ohnehin genau, aber ein Riesenthema. Durfte sie das nicht machen? Etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt, weil ich oft denke, was für komische Werte vermitteln wir heute eigentlich? Wir vermitteln eigentlich die Vorstellung von einer Welt, in der Berühmtsein zum Beispiel ein Wert an sich ist. Das ist etwas ganz Großartiges. Ja. Und ich finde, es ist katastrophal. Ich finde, wir haben an die Stelle echter Werte haben wir irgendwie das neue iPhone gesetzt und Instagram und Dieter Bohlen oder Heidi Klum. Und wenn du keine Likes hast, bist du nichts mehr wert. Also alles das, was uns mal in unserer Erziehung beigebracht wurde, dass ein Mensch per se wertvoll ist, ganz egal, was er jetzt rein monetär leistet oder nicht, das ist alles irgendwie vorbei. Das schaffen wir auch nicht mehr in die Köpfe reinzukriegen. Das ist katastrophal. Und das, was Sie da gerade schildern, geht genau in diesen Bereich. Aber Frau Kaukler, wenn Sie... Ich habe davon diese Bertelsmann-Studie war es, glaube ich. Ne? In der Politik ist das ja auch mittlerweile erkannt, auch dieses Thema Mobbing. Ich glaube, ein Drittel aller Kinder oder ein Viertel? Über den Daumen gepeilt, ja. Ein Viertel bis ein Drittel fühlen sich unsicher in den Schulen. So, und das ist ein katastrophaler Befund, weil die Schule war doch für uns immer ein geschützter Raum. Da gehst du doch hin, da bist du sicher. Draußen ist die böse Straßenkreuzung oder was auch immer. Und da drin bist du sicher. Wie kommt es zu so einer Entwicklung? Haben wir da keine Autoritäten mehr, die dann im Zweifel auch eingreifen und sagen, Freunde, so läuft das hier nicht? Oder was ist das Problem? Also ich glaube persönlich, dass dies also zu wenig von den Lehrern noch beachtet wird. Also tatsächlich bringen die Kinder ja ihre privaten Probleme mit in die Schule hinein. Die Kinder vergleichen sich ständig, also in Bezug auf wer hat wie viel, wer hat wie viele Freunde, wie viele Likes, wer hat das bessere Handy und so. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo alles immer miteinander verglichen wird. Ja, wo alles auch immer messbarer wird. Alles messbarer wird, genau, wo alles sozusagen... Und wo also im Wesentlichen die Konkurrenz bei Kindern schon extrem früh anfängt. Also wie sieht man aus und so Schönheitschirurgie und. Und das also führt vom eigentlichen Inneren weg und führt dann im Extremfall, dass die Verlierer sich halt wehren, die vermeintlichen Verlierer, und mobben die anderen Kinder. Das ist wahrscheinlich der Mechanismus. Möglicherweise. Geht das oder ging das im Fall Ihrer Tochter bis hin zu wirklich körperlicher Gewalt? Ja. Also wobei, das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber das fand ich noch fast am wenigsten schlimm. Also natürlich ist das schlimm, aber das war ja das Ende von 4 Jahren, wo sie wirklich traurig und verzweifelt war. Also es war so, dass sie, also jetzt mal ganz konkret, sie schläft bis heute nicht alleine. Also ich muss daneben liegen und sie auch noch berühren. Ne? Mhm. Also sie hat richtig Angstzustände. So wie ich das nicht mache, kriegt sie Herzrasen. Also richtig Schweißausbrüche, also so klitschnasse Hände. So, da ist sie gerade, ne? Ja. Herzrasen. Sie hat jeden Morgen geweint, jeden Morgen. Hat sich teilweise festgekrallt an mir. An der Schule ist sie mir zurückgelaufen, also über den Schulhof wieder zurück. Ich musste sie wieder in die Klasse bringen. Natürlich hat das wieder zu mehr Häme geführt, dass ich sie noch gebracht habe bis zur 4. Klasse, weil die meisten gehen schon irgendwie alleine. Das ging gar nicht, also da wäre sie nie hingegangen. Meistens so 2-3 Mal die Woche habe ich sie eher abholen müssen, weil sie Bauchschmerzen hatte, Kopfschmerzen. Und dieses Schlagen, aber, von dem Sie sagen, das ist unterm Strich noch nicht mal das, was Ihr Hauptthema ist. Aber trotzdem, also Gewalt, ich habe das eingangs zitiert, die eine Hälfte der Klasse. Das war am Ende, genau, die haben so einen Vorraum gehabt. Und dann hatten die Mädchen irgendwie so ein Spiel gespielt, was sie auch nicht kannte. Und sie hätte irgendwie Stopp sagen müssen, hat sie aber nicht. Und darum durften sie sie irgendwie 110 Mal schlagen, weil die bis 110 Mal gespielt hat. Irgendwie so ein Spiel, was sie nicht mal wusste, dass das ein Spiel war. Also die Mädchen haben irgendwas immer gemacht und sie hätte halt Stopp sagen müssen. Und bei der Zahl, wo sie war, so oft durften die sie dann angeblich schlagen. Und dann haben die halt auf sie eingeschubst. Und dann rangelten alle mit und schubsten sie in die Ecke und nahmen ihr den Schuh weg und schmissen den durchs Treppenhaus in den Keller, wo man nicht hin darf, um ihn wiederzuholen. Das ist tabu. Und die andere Hälfte hat halt zugeguckt und gelacht. Und da rannte sie mir dann über den Schulhof entgegen. Das war kurz bevor ich kam. Und da war so oft in der Grundschulzeit bei mir der Punkt, wo
Ja, es ist nicht richtig. Also ich habe vorher schon oft das Gespräch mit der Lehrerin gesucht, mit der Direktorin. Wie reagieren die denn, wenn sie dann kommen und sagen, pass mal auf, das geht hier nicht? Ja, es ist schwierig. Also ich finde es auch schwierig, darüber zu sprechen. Ich möchte die nicht schlecht dastehen lassen. Das ist auch ein Problem, finde ich, was generell ist. Weil meine zweite Tochter ist zum Beispiel jetzt auf der Schule und fühlt sich sehr wohl da. Und ich mag die Schule generell sehr gerne. Ich mag auch die Direktorin sehr gerne. Die Lehrer, nur in diesem Punkt Mobbing, sind alle so hilflos, weil sie damit nicht umgehen können. Und ich tapp jetzt fast bei meiner anderen Tochter in die gleiche Falle wie die Eltern damals, als ich mit meinem Kind das Problem hatte. Weil man einfach das nicht mitbekommt, wenn man nicht komplett selber betroffen ist. Also die sagen dann, ach Mensch, also in der Klasse sind die alle so nett zu ihr. Also ich kriege das gar nicht mit, sie kommt mir ganz beliebt vor, ist aber nicht so. Also, und die machen nichts Konkretes, das ist das Problem. Es wird immer wieder gesprochen mit den Lehrern, da sagen die Schüler sowieso nie, was Sache ist. Ne? Mhm. Also fragen, hast du sie geärgert? Die sagen, nö. Und passiert dann in den Pausen wahrscheinlich, wenn gar nicht so viele Lehrer da sind und auch genau. Im Netz? Ja, Netz hatten wir nicht, also das haben wir zum Glück nicht. Aber sie ist halt in den Pausen immer komplett alleine gewesen. Wir haben schon immer abends vorbereitet, was sie am nächsten Tag in der Pause machen könnte. Also sie hat dann Bücher mitgenommen oder wir haben gesagt, Mensch, du kannst doch Oma einen Brief schreiben oder irgendwie, weil irgendwann hatte sie auch keine Lust mehr, Bücher zu lesen. Ne? Also sie hat sich auch manchmal im Klo eingesperrt und hat geweint, einfach weil sie auch peinlich war, dass alle sehen, dass sie halt alleine rumläuft. Deswegen ist sie weggegangen. Und Was sagt man einem Kind dann? Wehr dich, schlag zurück oder was macht man da? Boah, ich habe alles durch, ne? Hoch und runter. Also ich habe, man sagt natürlich als erstes immer, geh zur Lehrerin, also erzähl das allen. Da habe ich leider mittlerweile mitbekommen, dass da dann meistens tatsächlich die Antwort ist, die sagen immer, kommt zu uns, aber wenn man dann kommt, dann heißt es irgendwie, das müsst ihr schon alleine klären, ne? Das ist doch irgendwie, das könnt ihr unter euch. Ich habe jetzt keine Zeit, machen wir Montag, so, also letztendlich ist dann da immer nie einer. Wir hatten es jetzt allerdings noch krasser auf dem Gymnasium, da war das noch gewalttätiger. Da hat ihr jemand mit dem Schuh in den Nacken den Kopf runtergetreten und sie hatte 2 Wochen eine Halskrause und eine Gehirnerschütterung und da habe ich ihr letztendlich jetzt gesagt, sie soll jeden einfach direkt schlagen. Also das macht. Ja, das ist irre. Also und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, die Brüder haben da dann jetzt auch das gelöst. Ihre Brüder. Genau. Ja, aber das kann es ja auch nicht sein, ne? Nee, dass das kann es nicht sein. Aber am Ende sind wir da gelandet. Mit Sätzen wie ich hole meine Brüder. Das ist ja Wahnsinn. Aber man wünscht sich so sehr, dass da vielleicht eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerad oder vielleicht 2-3 Mal sagen, Mensch, also das kann ja nicht so weitergehen. Und wir hatten ja auch Auseinandersetzungen früher und da gab es auch den einen oder anderen, der da nicht so genau ins Gefüge hundertprozentig reinpasste. Aber es war immer einer dabei, der gesagt hat, so stopp jetzt, bis hierhin und nicht weiter. Komm mal her, wir beide gehen mal, ziehen mal um die Häuser oder machen mal irgendwas. Ist das, gibt es diese Option überhaupt nicht? Gab es nicht. Also das, was auf dem Gymnasium passiert war, jetzt mittlerweile passiert ist. Also sie hatte ja diesen Spiegel-Online-Beitrag. Sie haben die Geschichte bei den Kollegen vom Spiegel öffentlich gemacht. Ja, genau. Ganz kurz, welche Reaktion gab es denn darauf? Sehr, sehr gute. Warum machen das so wenig Leute, solche Dinge, Eltern meine ich jetzt? Warum sie das öffentlich machen? Ja. Weiß ich nicht, vielleicht weil sie nicht die Gelegenheit hatten. Also wir hatten einfach jemanden im Bekanntenkreis, der bei Spiegel arbeitet. Okay. Deswegen haben wir es gemacht. Und ich glaube aber, dass sich viele nicht trauen. Ja, das glaube ich auch. Und da habe ich jetzt einfach das Glück, also dass ich mich traue. Also sowas war mir schon immer egal. Na gut, Sie müssen auch immer die Konsequenzen für Ihre Tochter bedenken, ne? Ja. Und das ist ja der Sie wollte das, ne? Also sie wurde gefragt, ob sie es machen möchte. Es waren Bekannte, die das halt über die Jahre mitbekommen haben. Und haben gefragt, würdest du darüber sprechen? Und sie hat sofort gesagt, ja klar. Also ich möchte, dass die das gemacht haben, auch hören, was sie damit angerichtet haben. Und wir wussten allerdings nicht, dass der so groß platziert wird. Also wir dachten, das wäre so ein kleiner Videobeitrag. Und ja, dass der auf der Startseite landet, also da waren wir auch überrascht. Und die Reaktionen waren wirklich, wirklich positiv. Ja. Viele haben, also ich habe eigentlich 2 Tage durchgeheult, weil wir auch von Eltern, die ich kaum kannte, Mails bekommen haben, die geschrieben haben, dass sie Julia danken, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass das viel bewegen wird, dass es ihnen so geht, dass es ihnen früher selber so ging, dass es ihrer Tochter so geht, dass es ihrem Sohn so geht.
dass sie jetzt mit ihren Kindern darüber sprechen und jetzt erst erfahren, wie doll das bei denen selber war. Also das hat wirklich irgendwie viel wachgerüttelt, glaube ich. Und dadurch ist jetzt auch Übergang wieder zu Ihnen. Sind tatsächlich jetzt einige auf sie zugekommen. Sie hat natürlich Angst, dass das jetzt wieder abebbt, wenn das jetzt hier wieder vorbei ist. Aber dadurch sind jetzt ein paar da. Und dadurch wurde jetzt auch an der Schule das nochmal neu angegangen. Also die haben konkreter gesprochen. Es ist ein schwieriges Spiel. Also es kann in dem Fall sein, dass Öffentlichkeit vielleicht sogar schützt. Es kann aber auch sein, dass es das am Ende schwieriger macht. Kann sein, ich weiß es auch nicht. Also mich grüßen zum Beispiel auch extrem viel weniger jetzt, also Eltern. So kann ich mit leben, ist dann so. Also die Lehrer und Direktoren gucken mich auch nur noch so halb freundlich an. Ja, aber was soll's? Also darum geht's mir dann ja nicht. Also, ist dann ist klar. Ich meine, das Thema ist in jedem Fall, Frau Kauker, vielen Dank. Ein gesellschaftlich relevantes Thema. Das Politik, das habe ich auch begriffen, auch in der Beschäftigung mit dem Thema, mehr und mehr glücklicherweise auf dem Schirm hat. Aber so richtig angekommen ist das noch nicht. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei uns sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt im Duell mit dem kommenden Kanzlerkandidaten der SPD, mit Karl Lauterbach, Dr. Karl Lauterbach. Alles Gute, Herr Lauterbach. Drücke Ihnen die Daumen. Das hat Freude gemacht. Das mit der Fliege besprechen wir gesondert. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Rudi Zerne. Samstag 15:15 hier im ZDF. Dank dir. Jetzt die Kollegen von heute Plus. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Danke schön.